Er ist kroatisch-amerikanischer Doppelbürger. Er ist ehemaliger Diplomat für Kroatien, war ehemaliger Professor für Politwissenschaft an der Universität in Kalifornien. Er ist Buchautor unzähliger Bücher und sonstiger Schriften, die er veröffentlicht hat, viele Vorträge gehalten. Begrüßen Sie bitte mit mir Tomislav Guten Tag oder guten Abend, meine Damen und Herren. Zuerst muss ich mich bedanken, recht herzlich bei den Kollegen für die schöne Einladung. Und selbstverständlich, ich muss Sie alle begrüßen in den Namen unserer Kollegen aus Amerika, Vereinigten Staaten, auch manche Kollegen aus Kroatien. Und besonders möchte ich Sie gerne in den Namen unserer kleinen Partei American Freedom Party begrüßen, dessen Vorsitzender hier ist, Herr William Johnson. Er wird sich gleich melden mit seinem Vortrag und ich werde auch seinen Vortrag übersetzen. Ich möchte Sie alle begrüßen. Jemand hat mir gesagt, es gibt hier auch französischsprachige Eidgenossen. Ich weiß nicht, ob Sie angekommen sind. Sind Sie schon hier? Auch schon, ja. Ja, also ich werde mich später mit Ihnen unterhalten. Können Sie Deutsch verstehen oder nicht? Können Sie auch Französisch verstehen? Ist das verständlich? Ich werde jetzt nicht paradieren mit meiner französischen Sprache. Écoutez, chers amis, de toute façon, plus tard, après la pause, on peut se mettre ensemble. Je peux changer les emails, les détails avec vous. Et je reste à votre service. Hein. S'il y a des détails, hein, surtout en ce qui concerne la littérature, le combat culturel, etc. Donc je reste à votre disposition. Also, das ist nicht nur eine Ehre, ich sage Ihnen ganz ehrlich, meine Damen und Herren, das ist für mich eine Pflicht. Also für mich ein guter Europäer im nietzscheanischen Sinn zu sein, was heißt das? Das ist nicht ein Hobby, eine Identität. Was heißt Identität? Das ist kein Hobby, das ist mein Schicksal. Und das müssen wir alle das hinnehmen. Das ist dann unser Schicksal. So, wir haben keinen Luxus jetzt mit der, wie soll ich mich ausdrücken, mit unserer Partei uns zu paradieren und dozieren, wie gut wir sind, wie gute weiße Nationalisten. Das ist alles Dreck, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Was wichtig ist, das ist unser Schicksal. Wir haben jetzt keine Wahl. Ich war vor kurzem Morgen waren wir in Basel. Ich werde Ihnen nicht über die Szenografie alles erzählen. Das hat eine Erinnerung für mich. Ich erinnere mich an die Zeiten in Los Angeles und ich habe schon gesehen, wie amerikanisiert Basel bzw. Bern schon geworden ist. Sie verstehen, was ich meine damit, ja? Mit diesem Multikulti-Profil der Stadt. Und da sehe ich jeden Tag, von Klagenfurt bis Los Angeles, jeden Tag wechselt es. Das ist wie eine Salamitaktik. Ja? Und selbstverständlich, wir sollen uns vorbereiten, auch vielleicht für schlimmere Zeiten. Aber meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, in meinen Vorlesungen, auch in akademischen Vorlesungen, muss ich immer die Begriffe klären. Wir müssen genau wissen, worüber wir reden. Also mein Titel, also mein Thema ist heute Identität, Alt-Right, Trump und die Auswirkungen von Alt-Right, alternative Rechte und Trump auf die europäische Wirklichkeit. Und wie gesagt, ich muss zuerst diese Begriffe klären. Was heißt Identität heute? Ich würde Ihnen vorschlagen, das ist mein erster methodologischer Vorschlag, wenn jemand über Identität redet, sollen Sie sich fragen, oder der Mann oder die Frau oder ein Politiker, was meinen Sie, Herr, damit? Was ist eigentlich Identität? Es gibt auch eine abstrakte Identität. Auch die Linken, die sogenannten Antifas, ja, die benutzen dieses Wort Identität, wenn sie über ihre Geschlechtsänderung genau reden wollen. Und das interessiert uns gar nicht. Was mich interessiert, so, ich würde jetzt nicht dozieren auf eine akademische Ebene, aber ich sage Ihnen ganz einfach als Freund, als Kamerade, wenn Sie etwas lesen, heutzutage auch an den Unis, in den Geisteswissenschaften, reden viele Professoren, oh la la, und wie viel über Identität, etc., etc. Immer fragt euch oder fragt diese Leute,
Was meinen Sie, Herr Professor, damit? Was meinen diese und diese Politiker, Herr Blocher, oder weiß ich nicht, hier, was meinen Sie damit, Identität? Für mich bedeutet Identität in meinem Falle, in unserem Falle, meine ethnische, meine völkische Identität. Ich befasse mich nicht hier mit einer abstrakten Identität, sondern mit meiner völkischen Identität. Es gibt noch ein Wort, leider dieses Wort wurde in den letzten 50 Jahren eine schlechte Verteufelung unterzogen, und das ist das Wort Rasse. Sie kennen dieses Wort Rasse. Vor 50, 20 Jahren, gerade in Amerika, benutzte man dieses Wort Rasse jeden Tag und hatte keine pejorative, keine schlechte, keine Verteufelungsbedeutung. Aber heutzutage, Sie wissen auch gesetzlich, das ist nicht, ich würde nicht sagen erlaubt, aber wenn man über Rasse spielt, sagt oder redet, wenn man mit Rasse spielt, dann kann man schon in die Schwierigkeiten geraten. Sie wissen vielleicht, manche von euch, besonders aus Frankreich, l'Assemblée Nationale vor 2 Jahren, die haben auch ein neues Gesetz adoptiert, wobei die Rasse, also diese Rassennennung ist verschwunden. Jetzt gibt es keine Rassen, das ist ein soziales Konstrukt, sagt man. Ja? Das ist nicht so, ich komme dazu gleich. So, das ist auch unsere Identität. Das zweite Wort, das ich hier, also das zweite zusammengesetzte Wort, das ich hier auch ein bisschen erraten möchte, und selbstverständlich, meine Damen und Herren, später können Sie mir die Fragen stellen, wenn wir unterscheiden, und das ist das Wort Altrechte. Ich glaube, Sie haben alle von diesem Wort gehört. Alt-Right. In Amerika heißt das Alt-Right. Das ist auch kein spezielles Wort. Das ist ein Wort, ich sage Ihnen ganz ehrlich, Alt-Right, alternative Rechte, die wurde von meinem guten Bekannten, meinem alten Mentor, vielleicht haben Sie über ihn gehört, Paul Gottfried, zusammengeschustert. Vor ungefähr 205 hat er in seinen Büchern, er ist ein guter Hegelianer, hat viel über Hegel und er ist jüdischer Abstammung, er lebt in Pennsylvania, ist ein guter Mann, ein traditioneller Rechtler. So, er hat dieses Wort Alt-Recht gezeugt sozusagen. Nachher, mein anderer guter Bekannter, sehr guter Bekannter, er ist derzeit auch in Washington, Richard Spencer, sagt man auf Deutsch, Richard oder Richard Spencer, machen wir auf Deutsch, Richard Spencer. Ja. Er benutzt jetzt auch dieses Wort, und auch die Mainstream-Medien oder die Hauptmedien in Amerika benutzen fast täglich dieses Wort Alt-Recht oder Alt-Right. Was bedeutet Alt-Right? Bitte verwechseln Sie das nicht mit Alt, mit Altertum. Das hat nichts zu tun mit Altertum. Das ist die alternative Rechte. Also die Rechte, die im Gegensatz zu den etablierten Rechten, wie zum Beispiel die CDU oder die Republikaner oder die weiß ich nicht, UUP oder CSU steht. Das ist wichtig. Also die alternative Rechte, das ist eine allgemeine Nennung, ein allgemeiner Begriff für verschiedene rechtsorientierte, nationalorientierte Parteien und Bewegungen, die sich sehr kritisch gegenüber die etablierten Rechten positionieren. Ja. Sie werden mich jetzt fragen, woher kommt, was meinen diese alten Rechte, was meint Spencer, was geht durch deinen Kopf? Was ist das eigentlich? Zuerst, das ist keine Partei, meine Damen und Herren. Das ist auch keine Bewegung im Sinne des 19. Jahrhunderts. Man kann sagen, eventuell, das ist eine virtuelle Bewegung. Die haben auch Straßenaktivisten, selbstverständlich, das haben Sie in Charlottesville gesehen und auch überall, wo er als Gastredner auftritt. Und diese Bewegung, sagen wir, das ist keine Denkfabrik. Bitte, ich komme gleich daran. Und das ist auch eine Bewegung, die auch viele Sympathisanten auch in dem System hat. Aber Sie wissen, selbstverständlich aus der Schweiz, aus überall im Westen Europa, viele anonyme Leute wollen sich nicht ein bisschen produzieren oder in der Öffentlichkeit zeigen, aus verschiedenen Gründen. Ja, man muss seine Kinder aufwachen, bewachen, man muss auch seinen Job behalten und seine Pension und so weiter und so weiter. So, das sind zwei Punkte, und ich wollte das klären. Na, Sie werden mich sicherlich fragen, woher kommen die Ideen, was ist die Weltverfassung oder Weltanschauung von dieser Alt-Right in Amerika, von Altrechten. Das muss ich Ihnen auch sagen. Also Richard Spencer, ich kenne ihn sehr gut, wir sind gute Kollegen seit 20,
22 Jahren fast, auch William Johnson, er kennt ihn sehr gut, er wird bald unser Gast sein. Diese Ideen stammen von Nouvelle Droite, also die neue Rechte aus Frankreich. Und bitte machen Sie einen klaren Unterschied hier. Die neue Rechte ist sehr ähnlich, also hat auch eine gewisse Verbindungen mit der Alt-Right in Amerika. Aber die neue Rechte in Frankreich, beziehungsweise La Nouvelle Droite, ist eine Denkfabrik. Und aus dieser Denkfabrik zieht auch Richard Spencer seine Ideen, wenn ihn die Leute, die Medienleute was befragen, über was meint er damit. Man kann auch sagen, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, was sind die Misserfolge und was sind die Fehlschritte und was sind die, Nachteile von von Alt-Right in Amerika. Die sind noch nicht strukturiert, weil wie gesagt, das ist keine Partei. Die haben keine Hierarchie. So, wir haben ziemlich oft Missverständnisse und ziemlich oft, machen wir auch Fehler. Weil es gibt auch die Leute, die überhaupt nichts über Alt-Right wissen wollen und die sich auch als Alt-Rightist produzieren wollen. Sie haben ja auch vielleicht von den Namen, ich werde nicht so viele Namen erwähnen, aber ich muss diese zwei Namen auch erwähnen, Milos Yiannopoulos und der andere halt Mike Cernovich. Die sind auch, die wollen sich auch als neu, als Altrechtler bezeichnen und kennzeichnen, aber die sind völlig verschieden von uns. Und die sind völlig, es gibt einen großen Unterschied zwischen Richard Spencer und unserer Alt-Right und diesen anderen Leuten. Ich werde später Ihnen noch ein paar Dinge erzählen. Dazu kommt auch ein Problem mit unseren Hauptmedien. In der Metasprache, so ich glaube, das ist ein gutes Wort, in der Metasprache der Medien, ob in der Schweiz oder sei es in der BRD oder in Amerika, werden wir alle als was mit diesen allgemeinen Namen und Etiketten verleumdet. So wie wir sind Faschisten, die sind Faschos, die sind Narzissten, Neonazis, die sind White Supremacists, das kann man nicht auf Deutsch übersetzen. White Supremacists ist ein typisches amerikanisches Wort, ein Verleumdungswort seitens der Medien. So, wir sind alle damit belastet in einem gewissen Sinne. Ja? Dieser ist ein Fascher, ist ein Neonazi, ist ein Ustascha oder ich weiß nicht. Da ist ein Menschenfresser, da ist ein Kannibal. Und das ist eigentlich das Hauptproblem für uns alle. Meine Damen und Herren, hier mache ich eine kurze Digression. Für mich leider, das ist nichts Neues. Diese Etikettierung und diese Verleumdung. Warum? Ich bin in Ex-Jugoslawien aufgewachsen. Ich werde jetzt nicht über meine Eltern reden, aber vielleicht die Leute fragen mich immer wieder. Mein Vater war Anwalt, sehr katholisch eingestellt. Und meine ganze Familie, als ich in die Schule ging, wir waren keine radikale Leute. Und das war üblich auch in der Presse, in der Justiz oder Gerichtswesen, sagt man, Gerichts- und Gerichtswesen in ex-jugoslawischen Jugoslawien, dass alle Leute, die in die Kirche gingen, zum Beispiel junge Leute, wir gingen in die Kirche nicht unbedingt zu predigen, sondern die Witze über die Kommunisten zu machen. Das war eine Gegend. Ja, ehrlich, das sage ich Ihnen deswegen. Ich bin nichts Besonderes. Ich war ein Stadtmann, also ein junger Mann in Zagreb, in Agra, musste in die Kirche gehen. Und dort konnte man manche Dinge sagen, weil die man sonst nicht sagen konnte. Man ging in den Knast. Mein Vater war 4 Jahre im Knast. Ne? So, wir wurden stigmatisiert mit diesen Worten, das sind typische bolschewistische Worte. Faschisten, Neonazis, Rassisten und so weiter. Was wir jetzt haben in den Hauptmedien in der Schweiz, und besonders in der BRD, zum Teil auch in Amerika, in den Vereinigten Staaten, auch ziemlich in Österreich, das sind die Wiederholung oder wie soll ich sagen, eine Rekapitulation dieser Schmähworte, die von den Bolschewiken aus spanischem Bürgerkrieg kamen. Also zum ersten Mal diese Antifas und diese Antifa-Redewendungen, das ist ein schönes Wort auf Deutsch, Redewendungen, wurde von den spanischen, also von trotzkistischen, kommunistischen, linken Terroristen, kann man sagen, im spanischen Bürgerkrieg verwendet. Nicht nur gegen die Frankisten oder gegen die Faschisten oder gegen die Condor-Division, weiß ich nicht, sondern auch gegeneinander. Auch die Trotzkisten
kennen Sie die Trotzkisten und die Stalinisten, die hatten sich beschimpft mit dem Worte Faschist, Faschist, Faschist. So auch wenn Sie heute nach Basel fahren, oder Entschuldigung, nach Bern fahren und wenn Sie dort die Antifas beobachten, alle diese Sprachwendungen von diesen Leuten, die stammen aus den 30er Jahren, aus der Sowjetunion und selbstverständlich aus Osteuropa im Ostblock später bis 1990. Und das finde ich ziemlich gefährlich. Und hier sollt ihr oder sollen Sie arbeiten, um diese, Sie sollen versuchen, das Sprachmonopol dieser Leute, diese schlimmen Leute, diese gefährlichen Leute, also ich nenne diese Leute die Terroristen, die potenziellen Terroristen, sie sollen versuchen, diese Worte und diese Syntax auch zu verwechseln. Das kann man schon tun. Ganz kurz, meine Herren, Sie wollten sich nicht unterbrechen. Bitte, ich werde später ein paar Fragen. Ich werde versuchen, meine Damen und Herren, Sie nicht langzuweilen. Ja? Wenn Sie satt haben, sagen Sie es mir, dann kann ich zurück eine kurze Zusammenfassung machen. Also meine Rede bedürfte selbstverständlich demzufolge auch einer weiteren Klärung sprachlicher Verschiebungen und besonders ihre Auswirkungen im Strafgesetz. Was einst als eine ganz neutrale, konservative Auffassung galt, zum Beispiel in der CDU und SPD während Adenauers Ära, ist heute schlimm geworden. Das ist rechtsradikal geworden. So die AfD ist auch verleumdet wie die NPD, wie die, weiß nicht, die FPÖ, Flams Block, alle Leute, diese Leute. Sie können auch alle Vieren kriechen, aber die von den Hauptmedien, die sind immer und wie üblich immer als Faschisten deklariert. Sie verstehen, was ich meine damit. Ja? Sie können auch mehr Kulpa sagen, nein, ich bin kein Fascher. Mach nichts. Für die Linken, für die Antifa, wir sind alle Faschos. Ja? Und das ist das Problem, wie immer, ich wiederhole nochmals, bitte versuchen Sie, diese Sprachregelung ein bisschen zu modifizieren und zu diesen Leuten zu sagen, dass heute dieses Wort Faschist und Nationalsozialist hat überhaupt gar keine Bedeutung. Vielleicht gibt es hier auch einen positiven Teil, vielleicht auch zu unseren Gunsten, weil dieses Wort ist so verwässert. Heute bedeutet dieses Wort gar nicht. Gut, meine Damen und Herren, was uns jetzt interessiert, das muss ich selbstverständlich erwarten, was es uns besonders interessiert, ist der Wahlerfolg von Donald Trump. Und warum Donald Trump und seine ganze Administration für uns sehr wichtig ist. Nicht so viel auf der politischen Ebene, sondern mehr auf psychologischer Ebene. Ich würde auch sagen, auf anthropologischer und psychologischer Ebene. Und ich werde versuchen, das ausführlich zu erklären. Seine Nominierung wurde auch sehr viel von Altrechte begrüßt. Bitte vergessen Sie nicht, dass die Altrechte mit ihren Millionen Twitters und mit den Facebook-Botschaften ziemlich viel, die haben ziemlich viel beigetragen zu seiner Wahl. Obgleich selbstverständlich diplomatisch musste er sich nicht nur Herr Trump, sondern auch Steve Bannon, ein guter Mann, und Herr Gorka, er ist ungarischer Abstammung, ist auch sein Advisor, sein Ratgeber, die mussten sich distanzieren, das ist normal. Ne? Präsident Trumps Wahl zum Weißen Hause hat eine große historische und geistesgeschichtliche Bedeutung, nicht nur für Amerikaner, für junge Amerikaner, weiße Amerikaner, sondern auch für uns. Zum ersten Mal in der 100-jährigen Geschichte des Liberalismus sehen wir das Oberhaupt des stärksten Staates der Welt, wie er den Hauptpfeiler, ich wiederhole, den Hauptpfeiler desselben Systems angreift und attackiert. Das ist ganz besonders in unserer neuen Geschichte. Trumps Wahlsieg hat dem System, allgemeinen System, kapitalistischen System kann man sagen, und seiner sogenannten freien Presse, er hat selber diese sogenannte freie Presse als Fake News genannt. Auf Deutsch, das ist Lügenpresse. Das ist ein Synonym, Lügenpresse oder Fake News. Seinen seriösen Schlag versetzt, ohne dass er Trump wollte oder plante. Eine kurze Digression. Er ist ein Businessman. Er ist ein sehr intelligenter Mann, das haben Sie schon gesehen in seinen Reden. Und das ist das erste Mal in amerikanischer Geschichte, dass seine Wahlkampagne letztes Jahr
nicht von den Lobbys finanziert wurde, weil das ist üblich in Amerika, so seit 200 Jahren. Er hat selber für seine Wahlkampagne bezahlt. Er ist ein reicher Mann, das ist verständlich. Aber er wollte sich für sein Volk, für die Bewohner Amerikas einsetzen. Und das hat sehr viele Leute und sehr viele Lobbys und sehr viele Gruppierungen in Amerika gestört. Und stört noch immer. Zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, in 70 Jahren, hat ein westlicher Staatsmann das System und seine Medien bzw. seine Meinungsmacher erschüttert. Und damit hat Trump indirekt, ich glaube, das ist ziemlich wichtig, da indirekt hat Trump bestätigt, was wir alle wissen, nämlich, dass die Medien nur als Lizenzmedien fungieren sollen. Ob das mit Neue Zürcher Zeitung ist, oder mit New York Times, oder mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung, oder sogar zu schweigen vom Spiegel und anderen Zeitungen. Aber zum ersten Mal, diese Leute haben ein bisschen, ich würde mal sagen, Furchtangst gekriegt. Ja? Hat gesagt, das sind Fake News, das ist eine Lügenpresse. So paradoxerweise, das erinnert mich sehr viele ehemaligen Jugoslawien in den 18. Jahren. Ich war schon damals in Amerika, ich konnte nicht zurückkehren, weil ich hatte politisches Asyl, hatte meine Bürgerschaft dort bekommen. Und ich kann mich erinnern, dass das System in Ex-Jugoslawien ging zugrunde Mitte 80er Jahren, in des vorigen Jahrhunderts, weil das Monopol an der Sprache ging verloren. Und danach, zwei Jahre danach, wie in der DDR, in 88, dann das System geht kaputt. Vielleicht, Sie sind jüngere Leute, Sie können sich nicht vielleicht erinnern, ich war damals Zeitzeuge, in Leipzig und Dresden, in 88, in März gab es schon pro-kommunistische Demonstrationen, pro-multikulturell und so weiter. Dann im Herbst ging das System zugrunde. So, bitte, das ist vielleicht gut für uns alle. Machen Sie sich keine Illusionen oder Furcht oder Angst, dass das System sehr stark ist. Ganz im Gegenteil. Das System ist sehr, sehr, wie man sagt, frail, wie man sagt, sehr... Ja, und er kann jeden Tag, ich werde jetzt nicht spekulieren, das ist keine Vorlesung zu spekulieren, aber bitte, Sie sollen nicht Ihren Feind unterschätzen, aber bitte, Sie sollen auch nicht Ihren Feind überschätzen. Das habe ich mit seinen Augen gesehen, besonders in ex-kommunistischen Jugoslawien, wo sich ehrlich in einer Woche, in zwei Wochen, in zwei Monaten, als ich dort Diplomat war, die meisten Kommunisten haben sich in stramme Nationalisten umgewandelt. So, ich kann nicht ausschließen, dass ich vielleicht wenn zum Beispiel Gnoss wirklich an den Wahlen gewinnt, ich kann nicht ausschließen, dass sie zu viel Arbeit haben werden mit allen diesen Registrierungen, mit so vielen Mitgliedern. Sie kennen, selbstverständlich, Sie kennen, das ist eine Digression, entschuldige mich, ich denke so manchmal so schnell, so ich habe viele Digressionen. Sie kennen die Geschichte von Märzgefallenen, ne? Sie wissen, was Märzgefallenen sind, ja? Ja, es gab sehr wenige Leute, die wirklich individualistisch, also individuell im positiven Sinne, die freidenkerisch denken. Im Januar 1933 gab es 800.000 NS-Mitglieder im Dritten Reich und 10 Jahre danach 8 Millionen. Ja? So viele von diesen Leuten waren vielleicht ehrliche Leute im Sinne, dass sie daran glaubten, aber viele waren Opportunisten. Und ich bin gegen, also persönlich kann ich Ihnen sagen, ich bin gegen Opportunisten, ich mag keine Konformisten, ich brauche die Leute, die ehrlich in ihre Gedankengut glauben. Ich sage das Ihnen, weil ich habe mit den Linken sehr viel, soll ich das Ihnen sagen? Also ich muss das sagen. Ich habe mit den Linken viel studiert in American University. Das ist alles. Alle Universitäten in Amerika, wie in der Schweiz, wie in Freiburg, wie in Berlin und überall. Alle diese Universitäten sind vollgestopft mit der ehemaligen Linken. Ja? Und ich kenne diese Mentalität dieser Leute, als ich jung war, ihres Alters, ich war Hippie auch, ich war in Indien bei Anhalt. So, ich kenne diese Leute sehr, sehr, sehr gut. Ehrlich, ich habe alles probiert. Ich werde jetzt nicht keine Einzelheiten reden, aber Sie können sich vorstellen. So, versuchen Sie bitte, sich hereinzuspüren in die Seele Ihrer Feinde. Die meisten dieser Leute, die sind die Leute überhaupt nicht in ihr Glauben, die überhaupt nicht diese Gedankengänge beschützen wollen. Die sind nur Opportunisten, weil heute es ist cool, ein Linker zu sein, es ist cool, ein Antifa zu sein. Wenn
wenn sich der Zeitgeist ändert, dann werden diese Leute, wie heißt es, dann werden die Franzosen sagen, Kazak, ils vont changer le Kazak, die werden ihre Meinung auch ändern. Damit hat sich Trump auch indirekt schwer gegen die Ideologie des Liberalismus verstoßen, mit seinen Aussagen, mit seinen zahllosen Twitters. Und das macht viele Meinungsmacher, meine Damen und Herren, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, nicht nur ärgerlich, sondern auch besorgt. Die wollen das nicht zeigen, selbstverständlich. Trumps Wahl bedeutet nicht nur einen Regimewechsel in Amerika, sondern auch einen Systemwechsel. Können Sie den Unterschied? Ich werde jetzt nicht erzählen, aber ich müsste Ihnen etymologisch erzählen. Regimewechsel, das ist Regierungswechsel. Eine Regierung kommt rein, jetzt haben wir eine Jamaika-Regierung in Bonn. Und was ist der Unterschied zwischen jetziger Regierung unter Merkel und Schulz? Hat überhaupt keinen Unterschied, mit der vorigen Regierung. Das ist der Regimewechsel. Im Grunde genommen, im Liberalismus ändert sich gar nichts. Das ist ein stabiles System seit 150 Jahren. Die plaudern, die wollen diese liberalen Theoretiker, die wollen uns dezieren. Ja, wir machen eine Parlamentwahl und so weiter. Aber daraus wird ein Dreck. Ja, nichts kommt raus. Ja. Was Systemwechsel bedeutet, das ist was anderes. Mit Systemwechsel wechselt sich auch die Gedankengänge, wechselt sich auch der Zeitgeist im jeweiligen Staat. Und das sieht man heute in Amerika. Ein Systemwechsel im Sinne, dass sich auch der Zeitgeist ändert. Meine Damen und Herren, unter der Annahme, dass Trump weg muss, und das kann man nicht ausschließen, oder dass ihm etwas Schlimmes passiert, ich muss sagen, das kann auch sein, oder dass er ausgebotet wird aus dem Weißen Haus, oder dass er impeached wird, das heißt man in Amerika Impeachment. Die geistesgeschichtliche Lage in Amerika hat sich so viel verändert, dass Amerika und Europa nie mehr dieselben sein werden. Also, Entschuldigung, wir leben jetzt in einem Interregnum, in einer Zwischenzeit sozusagen, eine Grenzzeiten kann man auch sagen. Und in diesem Interregnum müssen wir alles Beste tun, über gesetzlich bitte, um unsere Ideen, um unsere kulturelle Hegemonie aufzulegen. Und auch uns als neue Meinungsmacher durchzusetzen. Das ist sehr wichtig, besonders im Hochschulwesen. Und damit befasse ich mich ziemlich viel. Meine Damen und Herren, lassen wir jetzt beiseite die Enttäuschung vieler von uns, so viele Leute über Trumps Fehlschritte in seiner Außenpolitik. Ob Trump unter Druck steht oder stand oder unter welchem Druck, von welchen Leuten, von welcher Sippe, von welchen Lobbys, ist momentan nicht unser Thema. Was uns interessiert, das habe ich schon darauf hingewiesen, ist der geistige Umbruch in Amerika, der jetzt im Gange ist, den Trump sowie die altrechte Aktivisten herbeigeführt haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, das kann vielleicht Monate dauern oder vielleicht Jahre, aber sicher nicht eine Dekade, ehe das liberale System oder nennen wir das kapitalistische System in Amerika und sein Ableger in der EU, in Brüssel, in Wanken geraten. Ich werde hier nicht über die möglichen Zusammenbruchsszenarien spekulieren, das wäre blöd und vielleicht nicht sehr seriös meinerseits. Was uns eigentlich interessieren muss, ist der Zusammenbruch, ich wiederhole, der politischen Sprachregelung in den westlichen Medien. Und das sieht man täglich, jeden Tag. Dank Trump, also hier ihm muss man danken, haben die Medien sowie das ganze liberale System im Westen deutlich an seine Glaubwürdigkeit verloren. Klar, die amerikanische alternative Rechte oder Alt-Right und Millionen von Trumps Sympathisanten, das sind einfache Leute aus Mittelwest, also meistens, vielleicht wissen Sie das, die Leute, die gegen Trump stimmten, kommen aus der Ostküste und Westküste, die meistens, das ist die multikulturelle Ost- und Westküste, mit vielen liberal eingestellten, auch intellektuellen Professoren und so weiter. Aber seine Wurzel, Trumps Wurzel, stehen in Midwest, also Midwest, das ist Mittelamerika. Einfache Leute, auch verarmte Leute und so weiter. Präsident Trump
hat eine wichtige Rolle in der Wiedernormalisierung der politischen Sprache gespielt und damit auch eine indirekte Rolle in der Entfernung vieler anderen Tabus, besonders in Bezug auf unsere Zeitgeschichte gespielt. Also er hat diese Lügenpresse angegriffen. Aber damit hat er sich auch indirekt auch gegen die Hagiographen oder sagen wir Historiker, er hat diese Leute auch angegriffen. Nicht direkt, sondern indirekt. Und besonders für das deutsche Volk hat das eine sehr große Bedeutung. Und auch für das schweizerische Volk und insgesamt die europäische Völker. Wir wissen sehr gut, wer schreibt die Geschichte und besonders unsere neue Geschichte. Ich werde jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber das hat einen enormen psychologischen Impact, eine Auswirkung für viele, viele Historiker, die selbstverständlich seit Jahren Selbstzensur üben mussten. Ich glaube, ich habe mich gut ausgedrückt. Ich versuche. Die deutsche Sprache ist die reichste Sprache, das muss ich Ihnen sagen. Da kann man immer neue Worte zusammensetzen. Die französische Sprache ist more kontextuell, mehr kontextuell wie die amerikanische. Kann man nicht meine Dinge so deskriptiv sagen. Da Trump auch von den großen Medien als Sympathisant von Weißrussland. Meine Damen und Herren, wegen dieses Vorfalls werde ich nur noch 10 Minuten reden, weil wir haben auch unseren Freund, einen Bekannten aus der AfD, möchte selbstverständlich, er hat auch Recht, uns ein bisschen über die AfD zu berichten. So, wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich Ihnen später auch meine E-Mail-Adresse überlassen und auch persönlich muss ich Ihnen sagen, wenn Sie mir erlauben, diese kleine Digression, ich habe viel Schlimmeres erlebt. William Johnson, wir sind daran gewöhnt. Diese Leute, die sind nicht Helden, die sind vermummte Leute, kenne ich sehr gut. Ich kenne die Psychologie dieser falschen Linken sehr, sehr gut. Aus Amerika, aus amerikanischen Universitäten und so weiter. So bitte, mach dir keine Sorgen. Eigentlich zum Schluss, was ich sagen möchte, ist das Folgende. Wenn wir über unsere Identität reden, ich muss unbedingt darauf hinweisen, dass multikulturelle Staaten, die haben keine Dauer. Wir haben das leider, das muss ich in aller Ehrlichkeit sagen, wir haben das auch mit multikulturellen Staaten, also multiethnischen Staaten, der Leuten derselben Rassenabstammung, wenn ich mich so ausdrücken kann, die haben auch nicht gut funktioniert seit 30-jährigen Kriege bis vor kurzem, sagen wir ganz in der Öffentlichkeit. Jugoslawien ging zugrunde in einem schrecklichen Krieg. Das war wirklich nicht nötig. Jetzt haben wir einen gemeinsamen Feind und wir sollen unsere Unterschiede, ob Katalanen, ob Spanier, ob Flammen, ob Wallonen, ob Deutschen oder Polen, Serben, Kroaten, wir sollen das, das ist nicht unsere Hauptrolle, das ist nicht unser Spiel, wie man sagt. Unser Ziel soll sein, unser Überleben. Wir leben wirklich in sehr schwierigen Zeiten. Gehen Sie nach New York, gehen Sie nach Los Angeles oder nach Bern, dann werden Sie sehen, wie sich das Profil der Landschaft, der Stadt völlig verändert hat. Dort gibt es die Leute, mit denen, ich kann diese Leute respektieren, aber ich habe nicht sehr viel gemeinsam mit diesen Leuten. Meine Damen und Herren, ehe wir diese Leute, die Araber oder die Flüchtlinge oder Scheinflüchtlinge, kritisieren, bitte, das ist nicht richtig. Auch diese Leute da unten, diese sogenannte Antifas, die haben keine Schuld. Jene, die wirklich schuld daran sind, sind die Etablierten, sind die Politiker, ihre und unsere Politiker. Und selbstverständlich, und das ist der Hauptpunkt, das ist meine Hauptthese, das sind die Meinungsmacher an den Unis. Die Unis, dort soll man arbeiten, dort soll man diese Sprache, unsere Sprache aufzwingen. Dort sind unsere Feinde. Mit diesen Leuten soll man sich weiterkämpfen. Ich war erschrocken, das muss ich Ihnen wieder eine Digression machen, als ich nach Amerika emigrierte, das war im 80er, also 81. Ich habe an der amerikanischen Universität, University of California, das ist eine sehr bekannte Universität, habe dort mehrere Marxisten gesehen als in ehemaligen kommunistischen Jugoslawien. Das war schlimm und dort soll man arbeiten. Meine Damen und Herren, selbstverständlich, wir haben auch ein Problem mit diesem Wort der Rasse, nur ganz kurz.
Sie wissen, was mit diesem Wort geschah nach dem Kriege und besonders jetzt in den letzten 10 Jahren benutzt man nicht Rasse, um sich selbst zu beschreiben, sondern man benutzt das Wort, das ziemlich pauschal oder ziemlich, wie heißt es, allgemein klingt, Ethnie. Ethnische Identität ist nicht dieselbe Sache wie rassische Identität. Bitte, die stehen im Einklang, aber nicht immer. Und meine Hauptthese ist, die multirassischen Gesellschaften, und das kann ich auch empirisch jetzt hier belegen und bestätigen, die haben keine Zukunft. Unsere Etablierten wollen das uns nicht sagen. Die multiethnischen Staaten, wie zum Beispiel Ex-Jugoslawien oder Tschechoslowakei, auch zum Teil auch Belgien, die sind wirklich, die funktionieren mit Inerzien dort, wie soll ich mich besser ausdrücken, die sind eigentlich falsche Entitäten, aber mit multirassischen Staaten haben wir wirklich sehr, sehr seriöse Probleme. So, ich mache mir gar keine Illusionen. Ich bin selbstverständlich ein Kulturpessimist. Ich habe vielleicht zu viel Schopenhauer und Nietzsche gelesen, aber ich mache überhaupt keine Illusionen über multikulturelles Amerika oder auch die Schweiz. Und ich wiederhole zum Schluss. Aus ideologischer und historischer Sicht gesehen, man kann sagen, dass der größte Teil der Schuld am drohenden Multikulti-Völkerchaos in Europa und der EU und besonders tragen besonders die europäische Eliten und besonders die Regierung von Frau Merkel. Die hat einen großen Schuld. Das hat auch mit deutscher Neurose zu tun, darüber habe ich sehr viel geschrieben. Ich kann auch manche Bücher hinweisen von Kaspar Schrank von Nutzing, wo er über Charakterwäsche schreibt. Diese Angst, diese Schuldkultur bei den Deutschen, das spürt man fast in einer pathologischen Weise. Das habe ich nirgendwo gesehen. Auch in Amerika spürt man dieses Stigmata, auch in Kroatien, die haben auch eine Schuld vor Ustascher Staat und so weiter. In Amerikaner, die haben auch Schuld von Rassismus, sogenannten Rassismus. Aber in Deutschland, das ist eine Pathologie, eine Zuspitzung der Pathologie mit dieser Schuldkultur, mit diesem nationalen Masochismus, den man dort jeden Tag liest und den man jeden Tag zuhört. So, diese Leute haben am meisten die Schuld an dieser Lage. Entschuldigung, mit falscher Geschichtsschreibung. Geschichtsschreibung, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte auch. Ja, das ist eine Tragödie, besonders in Europa, besonders in der BRD. In Amerika ist es viel leichter. Wir haben das erste Amendment, kann man manche Dinge sagen, wie Jürgen Graf, den ich kenne, und alle diese Leute. Wir haben verschiedene, wie heißt es, Attitüden, wie heißt es, Einstellungen. Aber doch, man kann ganz öffentlich, in der Öffentlichkeit darüber reden. In der BRD, sie haben das Folgende. Nicht die Historiker, nicht die Historiografen entscheiden über die Wahrheit, sondern die Staatsanwälte über die Geschichte. Wie kann ein Staatsanwalt hier noch die Geschichte schreiben? Das ist nur ein Teil meiner Rede. Und darüber kann ich auch mehr und mehr erzählen. Also zum guten Schluss, meine Damen und Herren, wir haben nicht sehr viel Zeit. Völkeraustausch, das ist unser Problem. Völkeraustausch, ich befürchte das und wir sollen etwas dagegen tun und nicht diese national-masochistische Politik weitertreiben. Und der Begriff des Politischen, meine Damen und Herren, das wissen Sie von Carl Schmitt, vielleicht kennen Sie diesen Namen, das ist ein großer, großer deutscher Jurist, ich habe viel von ihm über ihn geschrieben. Hat in den 20er Jahren, Weimarer Republik, hat er viel geschrieben über den Begriff des Politischen. Und meine Damen und Herren, das ist eine Hauptphrase zu guten Letzt, ehe ich zu meinen Büchern komme, der Begriff des Politischen beinhaltet immer einen guten Sinn für die Tragik. Ohne Tragik geht jeder Staat und jedes Volk zugrunde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin immer rot in meinem Gesicht. Ich kann nicht mit Geld sehr umgehen. Sie können mich etwas auf Französisch. Ich kann Charles Baudelaire jetzt rezitieren. Das möchte ich gerne tun. Oder Jakob Burckhardt kenne ich ziemlich gut. Ich habe ein Buch vor kurzem geschrieben. Leider, das ist auf Deutsch. Das ist eine Novelle im Sinne von ich wurde ziemlich viel von Georg Jünger inspiriert. Das war Bruder von
Ernst Jünger, es ist nicht dieselbe. Ernst Jünger, Georg Jünger hat viele über Titanen und die antike Mythologie geschrieben. Und meine Novelle, der erste Teil ist über Titans are in Time, Titans are in Town, Titanen sind der Staat. Und der zweite Teil enthält eigentlich die Aufsätze mit vielen Fußnoten über alten Mythologie und modernen liberalen Mythologien. Verstehen Sie, diese Lügen, die wir täglich in der Geschichte hören. So bitte, wenn Sie interessiert sind, die Bücher sind dort zum Verkauf. Ich mache auch eine Widmung. Und wie gesagt, ich stehe immer zur Verfügung für Gespräche über Literatur. Besonders, das interessiert mich besonders viel. Und noch dazu, ich bin auch glücklich verheiratet seit 40 Jahren. Meine Frau ist meine beste Freundin. Sie ist auch ein bisschen nietzscheanisch eingestellt. Ich habe Nietzsche gelesen und sie hat sehr schöne Gedichte geschrieben, das auf Französisch ist, Kroaten, ja, gebürtige Kroaten. Sie hatten ja eine lange Geschichte. Sie hat ein Buch mit den Gedichten geschrieben, All Life is Dead, Lanz wie ihr Mord. Und die Gedichte sind ein bisschen symbolisch so verfasst. Und wenn Sie wollen, bitte, Sie sind willkommen. Und vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.